Was ist der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Adrenalin-Junkie? Naja, der eine malt Bilder und der andere geht Bungee-Jumpen. Oder aber man heißt Tim Norton und macht einfach beides gleichzeitig. Soll heißen, aus über 60 Metern Höhe mit Farbtuben bewaffnet abspringen und dann versuchen, die am Boden liegenden Leinwände im Flug mit Farbe zu treffen. Jeder bekommt eine Farbe und ich glaube, beim Springen müssen wir dann die Bilder treffen. Schauen wir, ob wir es erwischen. Also ich bin eine Künstleranfängerin, aber sie meinten erst am Ende den Deckel öffnen und dann gezielt drücken und das habe ich eben gemacht. Klingt schon fast nach einer Art Plan, was aber völlig überflüssig war, denn hier zählt nur eins, die Leinwand mit Farbe treffen, egal wie. Ich habe schon einen Plan, dass ich die Dinger nicht umdrehe, dass die richtige Richtung... Na, aber sonst? Es weiß ja von uns kaum jemand, auf was er sich da eigentlich eingelassen hat. Zumindest eine beruhigende Farbe ausgesucht, rosa. Schauen wir mal, ob das was nützt oder ob man dann doch sehr viel Angst hat. Und Angst ist auch in diesem Fall kein guter Ratgeber. Wer in dieser Disziplin vorn dabei sein will, sollte möglichst eine gute Figur machen. Natürlich habe ich versucht, eine gute Figur zu machen. Man hat sich dann kurz einmal gedreht, dass ich keine Orientierung mehr hatte. Aber das war kein Problem, weil ich habe mir gedacht, das geht schon, schaut gut aus. Also hat alles gepasst. Ich glaube, man darf nicht zu überlegen, weil... Im Endeffekt muss man eh schauen, dass man voll fit ist. Für mich geht es am Montag wieder auf Schnee. Also ich habe jetzt die ganze Vorbereitung hinter mir. Ich freue mich schon voll auf die Olympiasaison, fühle mich super fit. Und ja, da glaube ich, stresst mich sowas nicht wirklich. Wirklich spannende Geschichte. Dann das Schwierigste war eigentlich, das zu treffen dann letzten Endes. Aber super, hat viel Spaß gemacht. Der Sinn ist, dass es immer eine Dreier-Serie ist. Das erste wird halt ein bisschen bespritzt, das zweite mittel und das dritte total zugespritzt zu aller. Arnold Reiner übermalt und dann gibt es eine Trilogie.